Bevor wir einen Kühlschrank reinigen, entfernen wir zuerst die Lebensmittel. Für die Zeit der Reinigung bewahren wir diese am besten in einer auslaufsicheren Kiste auf. Tiefkühlwaren lagern wir, wenn möglich, in einer anderen Kühlmöglichkeit. Jetzt schalten wir den Kühlschrank aus und lassen das Gefrierfach abtauen. Währenddessen nehmen wir die Einlegeböden, Türfächer und das Gemüsefach heraus und reinigen alle Teile mit Fettreiniger und Tuch. Nach der Reinigung werden alle Teile neutralisiert und getrocknet. Ist das Gefrierfach abgetaut, entfernen wir das Restwasser und säubern den gesamten Innenraum des Kühlschrankes mit Tuch und Fettreiniger. Wir achten darauf, alle Ecken und Kanten sowie die Dichtungen zu reinigen. Haben wir neutralisiert und getrocknet, werden alle Teile wieder eingebaut. Wir schalten den Kühlschrank wieder ein und räumen alle Lebensmittel zurück. Reinigen wir eine Kühlgefrierkombi, müssen wir beachten, dass wir den Boden schützen und einen Auffangbehälter aufstellen, damit das aus dem geöffneten Abfluss kommende Tauwasser aufgefangen wird.